der Scheiße, wo bleibt er? Hoffentlich hat er keinen Unfall gebaut. Fernsehen, Buch lesen. Ich mache mich nur verrückt. Alles wunderbar. Ist nur was dazwischen gekommen. In einer Stunde lachen wir darüber. Kannst du meine blöden Finger nicht in die Wählscheibe stecken und anrufen? Mach dir keine Sorgen. Ich krieg das wieder. Verdammt, sowas halten meine Nerven einfach nicht mehr aus. Wo bist du gewesen? Was ist das? Was? Der Kratzer. Wo? Den ganzen Rücken runter. Ich weiß, du hast hart gearbeitet. Ich meine, wie stellst du dir das vor? Dass du der einzige Mann auf der Welt bist? Ja. Mit wem hast du gesprochen? Und was ist mit mir? Allein in meinem Bett. Bob? Wer ist Bob? Er ist ein Kumpel von mir. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Genau, das ist es. Ach, ich bin also nur im Verhältnis, ja? Können wir nicht einfach zusammen sein und vergessen, dass es sie gibt? Wenn er ganz ruhig und gelassen bleibt, muss ich mir keine Gedanken machen. Wo kommt das Haar her? Woher soll ich das wissen, du blöde Kuh? Hallo? Wie bitte? Ich musste es einfach sagen. Ich meine, irgendwas müssen Sie doch gemerkt haben. Wenn Sie mir sagen wollen, mein Mann hätte Ihnen erzählt, dass zwischen uns nichts mehr läuft, dann lügen Sie! Was heißt hier Abfahrt? Wollen Sie ihm einen Zeitensprung ermöglichen? Sein Ego aufpolieren? Versuchen Sie es doch! Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Interessiert mich nur, was du so treibst. Was ich so treibe? Was sollte ich denn schon treiben? Ich war arbeiten. Was ist denn los mit dir? Mit mir geschlafen, mit mir gegessen und so getan, als ob du mir treu bist. Du könntest mir wenigstens verraten, wann das angefangen hat. Bitte, Hillary. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Und bitte, geh nicht zu ihr. Sie ist total außer sich. Und ich will nicht, dass du dich umsonst aufregst. Sie heißt Laura, ist weiblich und attraktiv. Und nicht Hillary, abgefragt und fett. Eine verlassene Ehefrau, die nichts vorzuweisen hat, nur weil sie all die Jahre eine gute Ehefrau sein wollte. Wie wär's mit einem Tänzchen? Na los, ihr beiden! Schließlich haben wir was zu feiern. Mir ist nicht nach Tanzen. Gleich fang ich an zu kotzen! Ob er wohl eine gute Frikadelle abgeben würde? Oder besser zu Spaghetti Polonaise passt? Alles in Ordnung? Natürlich nicht. Er erstickt gerade in einer Grete. Jetzt sind wir Witwen. Ohne Aufsicht und unverheiratet. Selbst wenn sie uns nicht finden, die werden Männer für uns finden, die auf uns aufpassen. Also müssen wir die gleich hier loswerden.